Dieter Hecking hat sich jüngst auf seiner PK dazu geäußert, wie es zu diesem späten Gegentreffer erneut gegen Kiel kam. Hatte man ja schon gegen Stuttgart erlebt, sowas. Und da meinte er, das hat mit Kopf und Psychologie nichts zu tun. Da müsse man die Fehler schon anderweitig suchen. Man habe in Ballbesitz unruhig agiert. Und woher kommt denn Unruhe? Aus dem Ball? Ja, symptomatisch auch, weil dieses späte Tor, dieses 3 zu 3 in Hamburg, war für mich persönlich das einzige Erfolgserlebnis diese Woche. Ja, könnt ihr euch im Detail nochmal anschauen. In der Übertore-Challenge, Folge 38, oben in der Infokarte, ebenfalls dort zu finden, die Bundesliga-Tipps zu diesem Spieltag. Ja, DFB-Pokal, ob wir wollen oder nicht, wir müssen nochmal drüber sprechen. Letztendlich von den Analysen und von der Richtung her lagen wir ja gar nicht so verkehrt. Ihr wisst, ich tue mich immer schwer, über Pech und Glück zu reden, aber eins lässt sich feststellen: Im DFB-Pokal-Halbfinale Glück hatten wir da wirklich nicht, weil Saarbrücken gegen Bayer Leverkusen wollten wir mindestens 4 Teamtore. Der Werkself aus Leverkusen, es wurden nur 3. Ja, und Paulinho, Man of the Dismatch, würde ich ihn mal nennen. Wie viele Chancen braucht ein Mensch? Daneben. Dann hatten wir Thomas Müller als Torschütze gegen die Frankfurter im Visier und gesetzt für eine 2.20. Ja, macht er die Bude nicht, hat zwar 2 gute Möglichkeiten, aber nicht drin. Gut, kommen wir nochmal kurz auf Pech und Glück zurück. Und ich glaube, es lässt sich festhalten: In einer guten Woche, wenn man Lauf hat, dann steht's in Saarbrücken bzw. in Völklingen 4-0 zur Halbzeit, was ja durchaus im Spiel schon war und auch verdient zur Halbzeit gewesen wäre. Ja, und Thomas Müller versenkt natürlich seine erste Torchance. Da kam ja der Chor irgendwie aus dem Nix. Das Chamäleon hatte sich weiß auf weiß am Pfosten versteckt. Hat nicht nur Thomas Müller blöd geguckt. Ja, aber in einer guten Woche ist das beides direkt durch und drin. Und jetzt müssen wir uns halt damit auseinandersetzen und abfinden, dass es mit diesen 2 Negativzetteln weitergeht und wir 4 Zettel platziert haben diesen Monat und alle 4 daneben sind. Ich glaube, ich brauche jetzt keine Zahl groß benennen. Ihr wisst, wie viel das an Minus ist in der Monatsbilanz. Und ich würde mal sagen, wir greifen jetzt einfach mal an und machen so weiter, als wäre das nicht passiert und hoffen einfach mal das Beste. Wir schmeißen folgende Tipps ins Rennen und gehen als erstes in die Hauptstadt. Morgen 15:30 Uhr zu Gast bei Hertha BSC, die Eintracht aus Frankfurt. Wir gehen auf die 1 für 2.10. Ja, die Frankfurter mussten im Pokal ran. In München haben knapp verloren. Kraft hat es gekostet. Erfolgserlebnis gab es auch nicht. Minimalen Achtungserfolg, aber was soll's. Kannst ja auch nichts für kaufen. Die Berliner sind ausgeruht, die sind gallig. Jetzt kommt auch noch hinzu durch den Pokal, dass der 7. Platz für den internationalen Wettbewerb reicht. Ich glaube, die Berliner hätten sogar Bock auf diese Quali. Das wäre Labbadias Ding. Dann kann man auch den Toussaint schon schön gleich einbinden. Das ist ja auch geklärt. Ist eine gute Mannschaft. Die haben da, glaube ich, ja, schon eine kleine Ambition in die Richtung. Die werden da morgen alles reinballern und werden den Frankfurtern überlegen sein. Ja, Kostic halt fit und laufstark wie eh und je. Hatte ja im Pokal Pause wegen seiner blöden Sperre. Der kann natürlich Tempo gehen, aber ist er nicht damit allein? Ich meine, wer aus der Mannschaft kann das Tempo mitgehen, ihn da so unterstützen? Zudem ist Rode, der natürlich ordentlich Qualität hat, gerade in solchen Spielen wie gegen so einen Gegner wie Hertha, die sehr robust auch dagegen halten. Der fehlt gelb gesperrt. Also das ist schon ja, ein herber Verlust. Bei Berlin natürlich Kunja noch fraglich, Dilrosun fällt aus. Das heißt, so ein bisschen wird das Tempo anders über die Flügel laufen. Luke Bakio hat sich zurückgemeldet. Abgesehen davon, Piontek lauert immer auf der Bank. Plattenhardt wieder über die Außen. Da ist schon Schwung drin und hinten steht man wirklich stabil. Gut, das setzen wir so und packen dazu. Morgen Abend 18:30 Uhr das Topspiel. Die Bayern spielen gegen Gladbach. Wir trauen uns ans X2 für eine 3.0 ran, weil wir erstmal denken, die Bayern müssen dieses Spiel gar nicht unbedingt gewinnen.
Ich glaube, sie werden es wohl dosiert angehen und wären am Ende auch mit einem Punkt zufrieden, weil sie sind sich einig, beziehungsweise wir sind uns auch alle einig, dass die Bayern eh Meister werden, ob sie da morgen jetzt gewinnen oder nur ein Pünktchen holen. Selbst wenn sie verlieren, würden sie Meister. Ja, sie wollen das wohl dosiert angehen, weil ich glaube, es tut den Bayern auch hinsichtlich der anderen Wettbewerbe ganz gut, dass die Spannung so ein bisschen bleibt. Und mich erinnert gerade die Situation vor dem Spiel an die Situation vor dem Leipzig-Spiel. Das endete 0-0 in München. Und da sind die Bayern auch nicht volle Pulle auf den Sieg gegangen. Und das kann sich morgen in dem Topspiel genauso entwickeln. Zudem jetzt kurzfristig reingekommen, Thiago an der Leiste operiert. Gut, Xavi Martinez rückt rein, der Routinier funktioniert auch sofort. Aber natürlich Müller, Lewandowski fehlen. Das heißt, da fehlt schon eine Menge an Kreativität. Und da wird man, wie gesagt, sehr bedacht reingehen und nicht mit der Brechstange da auf Sieg spielen. Die Bayern sind clever, deswegen X2 Gladbach, gute Chance. Player fehlt natürlich bei denen, aber die wittern da was. Die haben die Wut im Bauch von dem Freiburg-Spiel. Und deswegen tippe ich einfach mal, ich habe die Tage 2-2 gesagt, da war aber Thiago noch dabei. Ich tippe mal 1-1 und mit ein bisschen Glück gewinnt das Gladbach sogar. Gut, das waren unsere Tipps. Gerne Meinungen dazu, hier unten sind Kommentarfelder, da könnt ihr eure reinballern. Heute gibt es ja auch schon interessante Spiele, die Freitagspartien natürlich bei DAZN könnt ihr in den Gratis-Monat einchecken, hier unten in der Videobeschreibung. Ja, TSG gegen RB Leipzig, TSG auch mit neuem Trainer. Deswegen schwierig, diese Partie wirklich zu wetten. Ich würde aber quotentechnisch fast eher aufs 1x gehen, immer wegen diesem Trainereffekt. Aber man hat ja überhaupt gar keine Ahnung, was dahinter steckt mit dem Schreuder, wie die Mannschaft das sieht und fühlt. Deswegen da mal keine Wette lieber. Und dann haben wir ja noch den HSV in Dresden. Bin ich mal sehr gespannt. Wir haben jetzt diese zwei Zettel auch nur gewählt, weil ich diese beiden Freitags-Zweitliga-Partien erstmal abwarten will bezüglich Tipps nächster Woche. Speziell das Spiel am Montag, Arminia Bielefeld gegen Dresden. Bielefeld spielt ja auch heute. Klos mit der vierten gelben Karte vorbelastet. Deswegen wage ich noch keine Prognose für das Montagsspiel gegen Dresden. Wir warten es mal ab. Ich schieße wahrscheinlich am Sonntag nochmal Tipps nach. Könnt ihr also mal ein bisschen hier Glocke betätigen, dann seid ihr ja stets informiert. Wir warten auch den Quotenverlauf von Leverkusen noch ab. Die 1,55 gefällt mir gar nicht. Bellarabi war zu erahnen, dass der ausfällt. Havertz noch fraglich. Aber dafür müsste man auf Schalke dann eigentlich jetzt auch mittlerweile wirklich eine bessere Quote bekommen. Das warten wir ab. Auch erstmal die Resultate abwarten. Die haben jetzt auch zum Ende der Saison immer einen Effekt auf die folgenden Partien. Deswegen sehen wir uns am Sonntag schon wieder und jetzt erstmal gerne ein Däumchen hier lassen. Und dann bis Sonntag, ne? Tschüss!